Ja, das Video werde ich sozusagen, wie soll man sagen, verlängern, indem ich erstmal das erste Video nehme, dann noch neu aufnehme, neues. Und ja, mit einer Musik, die hoffentlich nicht deaktiviert wird in YouTube, weil sonst lade ich das Originalvideo in mein Video hoch. Ich überhole sozusagen. Autsch. Aber ich muss mich beeilen, ey. Ey, Moment, ich glaube, der kann gar nicht verbluten. Ah, habe ich Zeit, da kann ich entspannen. Ja, oft auf die Karte gucken. Ding, ding, ding. Okay. Da geht's hin. Gleich an Salieris Bar angekommen, gibt es wieder einen Film. Aber oh, wie mich das ankotzt, die Filme, ey. Am besten ich mach's so, ich lade das Video dann hoch heute oder morgen. Und dann frage ich mal, ob die Zuschauer noch die ganzen Filme sehen wollen, weil bestimmt kennt viele das Spiel. Weil es eigentlich ein guter Klassiker ist schon. Okay. Für einige Leute sind Klassiker andere Sachen wie Apes Odyssey. Zum Beispiel, falls das jemand kennt, noch kennt. Aber naja, für mich ist das ein gutes Spiel, guter Klassiker. Alt, trotzdem noch immer so geil. Der freie Fahrtmodus ist am besten. Da kann man viel Scheiße bauen. Ah, seid ihr Bar. Okay, jetzt kommt der Film. Jetzt bin ich ruhig. Dum -dum -dum. Endlich sind wir zu Hause. Warte hier, Junge. Sam holt dir ein kleines Präsent von Mr. Salieri. Danke für deine Hilfe. Der, wer heißt der andere Typ? Also nicht Sam, der andere. Der hat doch die Stimme eines berühmten, also eines, nee, eines berühmten Schauspielers, der ja einen deutschen Synchrosprecher hat. Wenn ich mich nicht täusche. Naja. Ich habe hier gerade meinen neuen Kühler in den Händen. Killinskolor. Cooler, ah. Gewicht 422 Gramm. Spannung 12 Volt. Luftdurchsatz 32,4 cfm. Kühlkörpergröße 77 mal 87,6 mal 45 mm. Maße Lüfter 80 mal 80 mal 25 mm. Gewicht habe ich schon. Geräuschpegel 19 bis 23 Dezibel. Ah, keine Ahnung. Das wird schon irgendwie klappen, ne? So. Hä? Jo. Mr. Salieri dankt dir. Ey, Sowohl Bonnie Moment. und ich. Ah, nee, Denk doch vielleicht an nicht. die Entschädigung für deine Dienste und für dein beschädigtes Taxi. Es sollte reichen. Ja, natürlich, danke. Richten Sie Mr. Salieri meine Grüße aus. Mr. Salieri richtet dir aus, dass er sehr dankbar ist. Solltest du jemals etwas brauchen, kannst du wiederkommen und Mr. Salieri um Hilfe bitten. Mr. Salieri vergisst niemals Freunde, die ihm einmal geholfen haben. Wenn du interessiert bist, könnten wir vielleicht sogar einen Job für dich finden. Mr. Salieri zahlt gut. Wir haben immer einen Job für Leute, die so gut sind wie du. Okay, ich denke darüber nach. Danke. Echt nett. Danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Okay, verstehe. Denk einfach drüber nach. Und ich hoffe, dir ist klar, dass die Sache unter uns bleibt. Pass auf dich auf. So, mein nächstes Ding ist ja, wie ihr gleich sehen wird. Öffnete, bekam ich fast einen Herzinfarkt. Es war mehr, als die Reparaturen kosten würden. Aber ich dachte nicht eine Minute über ihr Angebot nach. Ich wollte nicht mit Gangstern arbeiten, selbst wenn sie noch so viel Geld hatten. Besser arm und am Leben als reich und tot, oder? Ich lasse mein Taxi reparieren und versuche alles so schnell wie möglich zu vergessen. Wie meine Mutter immer gesagt hat, man kann nie voraussagen, was Gott noch für dich auf Lager hat.
So. Jetzt kommt ein eher lang, zwei langweilige Sachen, die ich machen muss. Ich muss Leute zum Punkt A nach Punkt B bringen. Versteht ihr? Taxifahren, ganz normal. Damals gab es doch die Geldanzeige, wie viel Geld man bekommt. Bringen Sie mich bitte zur Kirche nach Lauter. Komisch. Okay. Oder war das doch nicht anderes Game? Ah, kein Plan mehr. Fahren wir einfach hin. Okay, wo geht's hin? Ah, dort, okay. Okay. Dann weiß ich ja schon, wie ich fahren muss. Ich glaube, ja, ich weiß noch, was für eine Mission es gab, die ich da nicht geschafft habe. Das war, bestimmt kennt ihr in Mafia die Mission, wo man da so ein Rennen machen muss. Das habe ich nicht geschafft beim ersten Mal, beim zweiten Mal wieder geschafft, doch geschafft. Und jetzt habe ich es bisher noch nicht geschafft, da ich ja noch nicht so weit bin. Ich habe ja erst ein neues Spiel angefangen. Okay, ich habe schon angespielt Mafia, ob ich es wieder kann, mich ein bisschen sozusagen trainiert darin wieder. Ach, schade, die Brücke ist nicht oben. Ich habe mal mit einem richtig schnellen Wagen drüber gesprungen. Ich glaube, der war gecheatet, der Wagen, keine Ahnung. Das muss ich natürlich auch aufnehmen, das sieht auch geil aus, so ein Jump. Nein, nein, nein! Oh fuck, oh fuck! Oh, verdammt! Nee, wollte ich nicht. Ja, fahr ich. Ups. Falsche Strecke. Obwohl, ja, die Strecke geht halt noch. Ich muss vorsichtig sein. Ich habe völlig vergessen, dass ich einen Typ hinten drin habe. Jedenfalls. Jedenfalls. Ja. Ich guck das. Ich alles Mögliche mache, um. Ich habe eine Idee. Ja. Es den Leuten recht zu machen. Ey, der übertreibt bei Kartons da irgendwie. Über. Ja. Jetzt auf einmal, ne? Bitte sagen. Ja. Und dann sich vorne immer schnell beschweren. Seht ihr den Typen, der dort steht? Den muss ich als nächstes wegbringen. Jetzt steigt er gleich ein. Okay. Ja, okay, ich weiß schon, wie ich fahre. Ja, ich weiß es. Eigentlich ist diese Strecke recht einfach, aber irgendwie, ich weiß nicht. Packe ich es nie so richtig hin. Am Anfang habe ich es nicht gepackt. Ah! Oh, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Ups. Och nee, oder? Ah, leck mich doch. Ah, dann halt nochmal. Und dafür nicht mal mehr. Überfahren, ey. Die übertreiben völlig. Okay. Ich nehme die kürzere Strecke. Ja. Die kürzere Strecke ist besser. Ich weiß, nee, eigentlich ist die nicht kürzer, die ist halt nur direkter. Wohl doch, die ist kürzer. Bisschen kürzer, aber merkt man kaum. Ja. Ja, bin ich froh, dass die Straßenbahn nicht hier hochkommt. Ich fahre vielleicht ein bisschen schlecht Auto, aber dafür fahre ich hin. Rede fast. Siehst du? Jetzt muss ich nur noch diese lange